Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Season 5 zum Thema von Göttinnen und Göttern, Heroen, Dämonen und großen Magiern. Und heute soll es um die Entstehung des antiken Theaters in Athen gehen, als einer politischen Institution im 5. vorchristlichen Jahrhundert. Wir haben uns die letzten Male die alten griechischen Naturgottheiten angesehen, die Hera, Aphrodite, den Apoll von Delphi, in Texten von Homer, von Sappho und dann auch in einer Hymne von Pindar. Und ich habe versucht zu zeigen, wie diese archaischen griechischen Götter Aspekte der Natur waren, Aspekte des menschlichen Lebens, der Partnerschaft zwischen Mann und Frau, von Liebe, von furchteinflößenden Mächten wie Kriegen, von Heilung. All das charakterisiert diese alten griechischen Naturgottheiten. Es sind ambivalente Götter, weder gut noch böse. Sie helfen den Menschen, sie sind furchteinflößend und vor allem sie sind sehr präsent im Leben der Menschen. In den Prozessionen, in den Heiligtümern wird die heilige Zeit und die Alltagszeit, die Alltagswelt der Menschen in eins gesetzt. Und die Einheit von Text, Musik und Bewegung zu einem Gesamtkunstwerk macht aus dieser Form von Überlieferung eine religiöse Vorstellung etwas ganz, ganz Besonderes, was man eben sozusagen Embodiment genannt hat, wenn auch die Zuschauer allein durch Zuschauen, durch Zuhören, durch das in den Rhythmus geraten, teilnehmen an dem heiligen Geschehen. Und nun wollen wir uns einer Entwicklung in Griechenland zuwenden, die von diesen archaischen Vorstellungen ein wenig wegführt und verbunden ist auch mit der Entstehung einer neuen Gattung des Theaters in Athen. Wir bleiben also in Griechenland, wir bleiben in Athen, wir gehen ins 5. vorchristlichen Jahrhundert zu den drei großen Dichtern Aeschylus, Sophokles und Euripides, die eine neue Gattung gewählt haben, um von Göttern, von den alten Göttern ganz neu zu erzählen. Dieses neuere Genre Theater, was da aufkommt, ist nur zu verstehen vor dem Hintergrund einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, die fortführt von der sogenannten aristokratischen Gentilverfassung hin zur sogenannten attischen Demokratie. Zu einer Herangehensweise auch an die Welt, die man wissenschaftlich vernünftig nennen kann, in der der Logos herrscht, sachliche Auseinandersetzung und in der eben abgegangen wird vom alten mythisch-archaischen Denken hin zu einer moderneren Auffassung von Welt. Die alten Götter Griechenlands werden nun eben auch konfrontiert mit diesem neuen Denken, mit der menschlichen Vernunft. Es kommt zu einer Auseinandersetzung zwischen dem alten und dem neuen Prinzip, zu so etwas, was man Diskurs genannt hat, zwischenmenschlichen Dialog, der eben auch eine ganz spezielle Form von demokratischem Verhalten ist, ohne dass Demokratie nicht zu denken ist. Und diese Auseinandersetzung, diese Modernisierung des Denkens ist ganz spürbar eben in den Tragödien von Aeschylus, Sophokles und Euripides und dem wollen wir uns die nächsten drei Male widmen. Heute soll es als Vorspann um dieses neuere Genre Theater gehen, zu dem man eben doch einiges auch sagen muss. Das griechische Theater hat eine neue Architekturform gebracht, nämlich eben das Theater mit einer Teilung zwischen
Bühne und Zuschauer und später wird es ein Orchesterraum sein. Das griechische Theater, das Besondere am griechischen Theater ist seine Einbettung in die Natur, auf die Hänge der Berge, oft mit einem Blick aufs Meer. Und dieses Eingebettetsein in die Natur macht sich auch deutlich am Zeitplan, denn die Stücke werden abgespielt von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, also in einem sehr natürlichen Zeitraum. Berühmte Beispiele sind die Theater von Epidauros, von Dodona, von Delphi und dann eben auch das Dionysos-Theater in Athen. Und das, da zeigt sich schon eben ein kleiner Unterschied zu den römischen Theatern, die ja sehr viel aufgreifen von den Griechen, aber die römischen Theater sind eingebaut in die städtische Architektur und haben da einen vollkommen anderen Rahmen, einen weniger natürlichen Rahmen, als es die griechischen Theater haben. Der Aufbau eines griechischen Theaters ist folgendermaßen: Man hat zum ersten die Orchestra, den Tanzplatz, dort, wo die Tänzer die Orchestei agieren, das ist die eigentliche Spielfläche. Zunächst war das ein heruntergetretener Lehmboden, auch durchaus auf den Marktplätzen, und dann wurde er gepflastert und es kamen eigene Lokalisierungen hinzu. Das nächste ist die Skene, eine erhöhte Bühne, ein Holzbau, der tangential zu dem jetzt halbrunden Tanzplatz hinzugebaut wird und der Auftritts- und Umkleidemöglichkeiten für die Schauspieler darstellt. Dann gibt es noch das Theatron, die Zuschauerplätze, die eben nun den eigentlichen Tanzplatz, die Orchestra um 180 Grad umgeben, und so dass sie die Szenen, die sich auf diesem Platz abspielen, sozusagen in einem Halbrund umgeben, so dass die Zuschauer das Gefühl haben, mitten in dem Geschehen dabei zu sein, am Rande zu sitzen, teilzunehmen, noch an dem Geschehen, was auf der Orchestra stattfindet. Das Theater von Athen umfasste 13.000 bis 15.000 Zuschauer. Und man errechnet immer die Größe einer Stadt auch anhand eines Theaters oder später eben auch einer Arena. Die schlechteren Plätze waren oben. Dort saßen die Frauen, die Kinder und die Sklaven. Und unten saßen die Männer und die wichtigen Bürger der Stadt. Am Rand der Orchestra gab es einen Altar, dem gegenüber der Priester saß, der den Aufführungen beiwohnte und den religiösen Charakter der Spiele unterstrich. Dann gibt es noch die Parodoi, das sind zwei seitliche Zugänge zur Orchestra, die den Schauspielern Auf- und Abgänge ermöglichen. Und schließlich noch zwei besondere technische Vorrichtungen. Einmal die Ekyklema, die Rollbühne, die aus der Skene herausgerollt wurde. Und das ermöglichte es, ein Geschehen, was hinter dem eigentlichen Geschehen stattgefunden hatte, zum Beispiel in einem Innenraum, konnte durch diese Rollbühne nach außen verlagert werden und damit den Zuschauern sichtbar werden. Und dann gab es noch etwas sehr Mechanisches, die Mekane, einen Kran, auf dem oft ein Deus ex machina aus der Maschine sozusagen auftrat und auch manchmal eine Lösung eines unlösbaren Konfliktes herbeiführte. Von der Inszenierung her, Folgendes ist zu sagen, ganz, ganz wichtig. Die griechischen Tragödien, Komödien, Satyrspiele waren Gesamtkunstwerke. Es waren in die griechischen Tragödien sind keine Schauspiele, wie wir das immer glauben, sondern es sind
eigentlich Opern. Das heißt, eine Einheit von Musik, Text, gesungen oder rezitiert auch dann, und von Tanz, von Choreografie. Und so müssen wir eben wissen, dass die Texte, die wir von den drei großen Dichtern Aeschylus, Sophokles, Euripides überliefert bekommen haben, eigentlich Libretti sind, denen die Musik fehlt, das begleitende Musikinstrument, das war in der Regel ein Blasinstrument, der Aulos. Und nun, wichtig in dieser Oper sind eben die Schauspieler bzw. Sänger. Das waren nur Männer, die auch Frauenrollen übernahmen und auftraten mit Masken, die aus gestärktem Leinen bestanden. Die Masken, das bedeutete, dass die Schauspieler eben keine individuelle Gesichtsmimik zur Schau stellen konnten, sondern der Gesichtsausdruck war quasi gefroren und sie mussten ihre inneren Beteiligungen, ihre inneren Leidenschaften, Gefühlen durch Gesten, durch Gesang, durch die Stimme Ausdruck verleihen. Neben den Schauspielern und eigentlich zuerst zu nennen ist der Chor, der aus 12 bis 15 Choreuten bestand und aus dem eben im Laufe des 5. vorchristlichen Jahrhunderts nach und nach ein Schauspieler, dann zwei Schauspieler, schließlich drei Schauspieler herausgetreten waren. Den Ursprung, ein Schauspieler, den finden wir bei Thespis. Nach ihm ist auch der Thespis-Karren genannt, ein anderes Wort für Theater. Dann kommen zwei Schauspieler bei Aeschylus und drei schließlich bei Sophokles. Und durch das Heraustreten einer einzelnen Person oder zwei Personen aus dem Chor ergibt sich so etwas wie ein Gespräch zwischen Individuum und Kollektiv oder auch zwischen zwei Individuen, die nun aufeinandertreffen können und auch eben sich streiten können. Rede und Gegenrede ist ganz wichtig in diesen neu entstehenden Stücken. Von der Aufführungspraxis. Diese Stücke wurden aufgeführt an den städtischen Dionysien vor allem, die Ende März, Anfang April in Athen stattfanden. Da wurden Tragödien, Komödien und Satyrspiele gespielt. Jetzt klären wir ein paar Begriffe. Der Begriff Tragödie stammt eben von dem Begriff Tragos und das heißt Bock oder Bockshaut. Denn diese Tragödien wurden aufgeführt anlässlich eines Bocksopfers für Dionysos, also eines blutigen Opfers. Ein Tier wurde getötet, auf dieses Opfer erklang dann ein Klagegesang. Die Täter verbargen sich hinter einer Maske und beklagten den Tod des Bockes, denn so ein Bock ist auch etwas ganz Besonderes in einer Herde. Es gibt immer nur einen Bock innerhalb einer ganzen Herde. Und jeder, der mal auf dem Bauernhof war und einen Bock in live erlebt hat, weiß, wie er stinkt und seine Geilheit ist berühmt. Das zeichnet ihn so als besonderes Tier eben auch aus. Das Versmaß an vier Silber, der Dithyrambos. Ein wichtiges weiteres Wort ist Drama. Das kommt von griechisch drom, handeln. Dann wichtig auch noch das Wort agon, der Wettstreit. Und Komödie von komos, ein Gesang anlässlich eines Festumzugs, das sich zum Beispiel an ein nächtliches Festgelage anschloss, wo die Männer schon halbtrunken durch die Straßen laufen und singen und auch sehr frech und lustig Kritik ausüben können in ausgelassener Stimmung gegen die Obrigkeiten zum Beispiel. Ein Satyrspiel, ein heiteres Nachspiel nach den Tragödien, in dem Figuren auftraten, die halb Tier und halb Mensch waren.
Wie sahen diese städtischen Dionysien aus? Sie fanden statt an 3 bis 5 Tagen in Athen. Und der Vorabend gestaltete sich durch eine Prozession hin zum Dionysos-Theater aus, am Südhang der Akropolis. In dieser Prozession wurde das Holzbild des Gottes mitgeführt, ein hölzerner Phallos. Dann kam der erste Tag und am ersten Tag wurden die Söhne der im Vorjahr gefallenen Athener versorgt, finanziell versorgt. Und weitere verdiente Bürger ausgezeichnet. Anschließend kam es zu einem Agon der Dithyrambenchöre. Und das ist eben ganz wichtig vor dem Hintergrund der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Diese Dithyrambenchöre und der Wettstreit zwischen ihnen bestand aus Chören, die aus den 12 Pfühlen gestaltet wurden. Und eine Pfühle war eine neue Gebietseinteilung in Athen, diese Gebietseinteilung, die neu war und um 500 entstanden war, teilte Athen nun in 10 Verwaltungseinheiten auf, die jeweils aus einem Stück Land, einem Stück Stadt und einem Stück Küste bestanden. 10 Phylen. Und aus diesen 10 Phylen wurden dann 5 Chöre gewählt, und zwar 5 Männerchöre und 5 Knabenchöre, die nun gegeneinander in einem Wettstreit antreten müssten. Und das Thema dieses Wettstreits waren Geschichten aus dem Dionysos-Mythos. Diese 10 Chöre, die eben aus den 10 Phylen gebildet wurden, das sind dann eben 5 Männerchöre, 5 Knabenchöre, 10 Chöre insgesamt. Und jede Phyle stellte jeweils einen Mann bzw. einen Knaben in diesen Chor ab. Und das ergab dann auch ein vollkommen neues Zusammengehörigkeitsgefühl, auf das ich gleich noch zu sprechen komme. Diese Chöre traten gegeneinander auf. Das war der erste Tag. Und am zweiten Tag kamen die Komödien zu Wort. Am Anfang 5, später 3 Komödien. Das Thema war ein Thema aus der Zeitgeschichte. Vom dritten bis zum fünften Tag wurden Tragödien aufgeführt, in jeweils an jedem Tag 3 Tragödien und ein Satyrspiel, die sogenannten Tetralogien, eben 3 Tragödien. Und jeweils ein Dichter gestaltete diesen Tag. Der oberste Staatsbeamte in Athen wählte ihn aus und wohlhabende Bürger finanzierten diese Dichter und auch die Aufführungen, also eben die Regisseure und eben auch die Chöre, die ja auch eben alimentiert werden mussten. Nachdem diese 3 Dichter an den 3 Tagen gegeneinander angetreten waren, lobte man einen Sieger aus, auch auf die Bürgerschaft. Schiedsrichter aus den Bürgern der 10 Phylen wählten den besten Dichter des Jahres aus. Ursprünglich wurden die Tragödien nur einmal aufgeführt, aber später waren darunter so berühmte wie die eben von Aeschylus, dass man sich entschloss, sie auch mehrmals aufzuführen, außerhalb des Wettstreits, einfach um sie wieder zu Wort kommen zu lassen. So viel zum Ablauf. Und der Hintergrund eben dieser neuen Gattung Theater und Tragödie war der Umbau der Gesellschaft in Athen, der Umbau des Gemeinschaftswesens weg von einer aristokratischen, bäuerlichen Gesellschaft hin
einer Gentilverfassung, einer Verfassung in Clans, Stammesverbänden und Sippen, die auch einzelne Tyrannen stellten, Einzelherrscher, die immer wieder auch mal dominant wurden in Athen. Und man ging eben im späten 6. vorchristlichen Jahrhundert und im 5. vorchristlichen Jahrhundert über zu dem, was wir attische Demokratie nennen. Das heißt, zu einer Verfassung, die gleichberechtigte Bürger kennt, jenseits ihrer familiären Einbindung, die gebunden sind an die Gesetze des Staates, die sie selbst mit geformt haben. Demokratie ist immer in Anführungsstrichen zu setzen, weil eben Frauen und Sklaven in diesem Modell nicht eingeschlossen waren. Und der Hintergrund war folgender gewesen. Seit dem 7. vorchristlichen Jahrhundert hatte Griechenland ein starkes Bevölkerungswachstum erlebt. Die Griechen hatten im vorderen Orient, um das Mittelmeer herum, Kolonien gegründet. Und die ökonomische Basis hatte sich verstärkt vom Land auch auf das Meer verlegt. Die Seemachtstellung Athens wurde ausgebaut. Gleichzeitig fielen sehr viele Kleinbauern in Schuldknechtschaft und die früher dominanten Clans erlitten einen Bedeutungsverlust. Es kam nun im Zuge dieses Umbaus zum ersten Gesetzeswerken. Berühmt sind die von Drakon oder Solon und dann zu den Reformen eines Kleisthenes um 500. Und im 5. Jahrhundert stiftete nun Peisistratos eine neue Form der Kunstrichtung, das Theater, und soll eben den ersten großen Dichter Thespis da verantwortlich gemacht haben für die erste Ausgestaltung. Und diese neue Kunstrichtung beinhaltete noch einmal in Form einer neuen Gattung die Zerschlagung der alten Familienverbände. Ich will das ein wenig noch genauer erklären. Wie gesagt, Athen war ein riesiges Territorium und nun hatte man sich entschlossen, dieses Territorium neu in Phylen, in 10 Phylen zu gliedern. Und jede Phyle bestand, wie gesagt, aus einem Teil Küste, Land und Stadtbevölkerung. Und diese neue Einteilung zerschlug aber nun durch die neuen Grenzen, die gezogen wurden, die alten Familienverbände und gingen über die Köpfe der alten Sippen und Clans hinweg. Sie waren regionale Verwaltungsbezirke jenseits der alten Stammesverbände. Und das bedeutete, dass sich die Männer einer Phyle nun eben neu zusammenfinden mussten, nicht mehr innerhalb ihrer Familie, sondern sie mussten mit einer Stimme sprechen, allein aufgrund einer rationalen Territorialverfassung. Und um diese Männer nun, die ursprünglich ja auch oft in Blutrache aufeinander getroffen waren, zusammenzufinden und zusammenzubinden, erfand man etwas Geniales, nämlich das Theater und die Chöre. Nämlich Männer in einem Rhythmus, in einem Gesang, in einem Text zusammenzubringen, sie zusammenfinden zu lassen, das ist eine richtig kluge Erfindung gewesen. Und wenn man dazu hin nun bedenkt, dass das eben auch eine körperliche Bewegung bedeutete, eben dieses Embodiment, was ich auch bei John Pindar hervorgehoben habe, dann ergibt das ein vollkommen neues Gemeinschaftsgefühl. Und wenn man dann nun auch noch Männerchöre gegeneinander antreten lässt in den Wettbewerben, dann ergibt sich natürlich nochmal ein neues Einheitsgefühl.
die jenseits der alten Clans und Familienverbände liegen. Wie gesagt, Kleisthenes hatte 508 diese Füllenreform durchgesetzt. Im 5. Jahrhundert war es dann zu den Kriegen gegen die Perser gekommen, die auch ein neues Gemeinschaftsgefühl mit hervorriefen. Schließlich wurde 462 der alte Adelsrat in Athen dann entmachtet. Das Theater spiegelte diesen Übergang von der alten bäuerlichen, adligen Gentilverfassung zur attischen Demokratie wider. Das gemeinsame Singen, sich bewegen, im Rhythmus verhaftet sein der Männer, das Heraustreten des Einzelnen, des Individuums aus diesem Kollektivs und dann die Dialoge, die Diskurse, die zwischen den Protagonisten, zwischen dem einen Schauspieler und dem Chor, dem Kollektiv, zwischen zwei Schauspielern, zwischen drei Schauspielern miteinander geführt worden. Das spiegelt eben dieses neue Diskursdenken wider, was in Athen so wichtig wurde in der attischen Demokratie und was das alte Blutracheprinzip ablöste durch das sprachliche Austragen von Streitigkeiten, also einen Sieg der Vernunft über den Logos. Und dieses neue Denken spiegelt sich wieder auch inhaltlich in der Thematik der Tragödien, die wir uns die nächsten Male anschauen wollen bei Aeschylus, Sophokles und Euripides. Aeschylus, wir schauen uns an die Orestie, die Eumeniden, in denen es um einen Mord an einem Gatten geht und schließlich um einen Muttermord. Sophokles Antigone, es geht um die richtige Bestattung des Bruders. Ödipus, um einen Vatermord und einen Inzest. Und Euripides hätten wir nehmen können, Medea, aber wir haben uns für eine Dionysos-Tragödie, die Bacchen, entschieden, in dem sehr deutlich wird, wie diese alte archaische Götterwelt nun eine neue Prägung bekommt, weil sie gegenüber Vernunftgründen, menschlichen Vernunftgründen antreten muss, aber eben noch den Sieg bekommt. Die neu entstehende moderne menschliche Vernunft, die gegen die alte Göttermacht antreten muss oft ihr noch unterlegen ist. Das ist der Inhalt sehr vieler Stücke dieses modernen Genres Theater. Und das wollen wir uns die nächsten drei Male etwas genauer anschauen.